31. Dezember 2020, 23.58 Uhr. Ja, es ist sehr kalt in Berlin, hier am Silvesterabend. Wir sind in einer Verbotszone in Schöneberg, Potsdamer Straße, eigentlich ein sehr belebter Ort, an dem gefeiert und geböllert wird, nur nicht heute. Wir hören trotzdem ein paar Böller, die von, ja, teilweise von Balkonen geschmissen werden oder in Hinterhöfen gezündet werden. Ja, es ist ein sehr außergewöhnliches Silvester, wie wir es noch nicht erlebt haben, aufgrund der Corona-Pandemie. Und die Polizeikontrollen sind sehr, sehr strikt, wie wir es ja heute Abend schon erlebt haben. Wir wurden auch vierfach kontrolliert, aufgehalten, angehalten, gefragt, was wir machen, wieso wir hier sind, wer wir sind, ob wir Anwohner seien. Also es wurde immer wieder eben auch auf uns zugekommen seitens der Polizei mit Fragen, mit Maßnahmen. Anni und ich, wir wollen... Dieses Video, es ist jetzt schon Mitternacht, ja, jetzt ist Mitternacht. Wir wollen dieses Video nutzen, um uns bei allen zu bedanken, die uns unterstützt haben und sich auch für die Demokratie und den Rechtsstaat eingesetzt haben. Wir wünschen euch allen ein liebes neues Jahr. Ein gesundes neues Jahr. Mit viel Gesundheit. Und Anni, darf ich dir auch mal zeigen? Es ist doch ein besonderer Tag. Ja, vielen Dank für die liebe Unterstützung, dass ihr bei uns wart, wir bei euch sein durften, für die ja, aufregende Zeit. Nichtsdestotrotz war es doch ein sehr, sehr, sehr schönes Jahr. Und ich glaube, wir gucken trotzdem noch mal ein bisschen durch die Verbotszone, ob hier nicht doch der ein oder andere Knaller gezündet wird. Und ja, frohes neues Jahr. Dir auch, lieber Martin. Dir auch, liebe Anni und deiner Familie ein frohes neues Jahr. Ich glaube, wenn hier irgendwo in der Verbotszone ein Knaller gezündet wird, dann ist hier sofort die ganze IHU zur Stelle, die Einsatzhundertschaft. Aber es wird schon ein bisschen gebüllert. Wir können ja mal ein bisschen Eindrücke sammeln. Anni, führst du uns durch Schöneberg? Durch Schöneberg. So, Potsdamer Straße, leere Busse, hier der M85 leer, hier der 106er leer, kein einziger Passagier. Ja, es ist ein bisschen, da ein Knaller in der Verbotszone. Die Polizei schaut zu, wollen wir mal hingehen? Das ist das Ende der Verbotszone. Achso, außerhalb der Verbotszone darf geknallert werden. Wir können ja mal aus der Verbotszone rausgehen. Also wir demonstrieren das mal. Potsdamer Straße, Ecke Alvinslebenstraße. Hier ist die Verbotszone. Hier ist die Verbotszone. Also auf der Seite. Anni, guck mal, Anni. Auf der Seite darf nicht geknallt werden, also hier darf nicht geknallt werden, aber hier darf geknallt werden. Jetzt wollen wir ein bisschen... Also das ist auf jeden Fall die Sache, also hier ist diese Verbotszone. Willst du mal fragen, ob sie was sagen möchte? Frag mal nach. Genau. Hier ist die Verbotszone, hier darf nicht geknallt werden. Auf der anderen Seite darf geknallt werden. Ja. Sprechen Sie dort? Wir sind von YouTube-Kanal Anni und Martin. Also es wird doch ein bisschen geknallt.